Du wolltest schon immer einmal Football an einer amerikanischen Highschool oder Basketball in Kanada spielen? In diesem Video nehmen dich unsere Teilnehmer Clemens und Julius mit in den Sportunterricht an ihrer Highschool in Kanada sowie in den USA. Unsere Teilnehmer berichten aber nicht nur von den verschiedenen Sportmöglichkeiten, sondern auch von dem Unterricht an ihrer Highschool. Deshalb bleib unbedingt bis zum Ende dran, um zu erfahren, was den Unterricht in den USA und Kanada von dem in Deutschland unterscheidet. Abonniere unseren Kanal, um keine tollen Videos mehr zu verpassen. Wenn dich ein weiteres Thema brennend interessiert, rund um deinen Auslandsaufenthalt, dann lass es uns in den Kommentaren wissen. Und jetzt viel Spaß beim Anschauen dieses Videos. Also, der Unterricht ist eigentlich ziemlich ähnlich wie in Deutschland. Es gibt halt bisschen Unterschiede, zum Beispiel beim Sportprogramm, das heißt Fächer, die mit Sport zu tun haben, also Physical Education, PE, verlaufen so ein bisschen anders. Zum Beispiel, man trainiert halt viel mehr für die Fitness. Man probiert jetzt nicht wie in manchen deutschen Schulen so Sportarten aus. Man ist eher für die Fitness da, versucht wirklich fit zu werden, und es gibt jetzt nicht so eine Lehre da wirklich, sondern es ist eigentlich wirklich Sport, den man dann hat. Zum Beispiel, ich habe jetzt Basketball. Und dort trainieren wir halt auch im Gym, spielen Basketball, wir laufen manchmal und so weiter. Wir machen halt viele Sachen, damit wir fit bleiben und nicht nur, damit wir Basketball spielen können. Also fangen wir jetzt erstmal an mit, welchen Sport habe ich? Und zwar so, hier bei meiner Schule war das so, es ist in drei Saisons aufgeteilt, also in Herbst, Winter und Frühling. Genau, im Herbst kann man bei meiner Schule entweder Cross-Country oder Football spielen. Da habe ich Football gespielt, auf jeden Fall. Ich habe Football auch schon ein bisschen in Deutschland gespielt. Ich habe es geliebt. Also es war super, genau. Dann gab es bei mir an der Schule im Winter eben nur Basketball für die Jungs, aber dann gibt es ja eben auch Mädchenbasketball. Genau, ich habe auch ein bisschen Basketball gespielt. Da habe ich dann bei JV, also Junior Varsity, das ist jetzt nicht das oberste Level, aber so mittendrin, schätze ich mal, habe ich da ein bisschen gespielt. Bei mir war die Schule während dem Winter im Lockdown, beziehungsweise, naja, also es war jetzt kein Lockdown, aber die Schule war eben online, also da fand ich dann, das Basketball war schon wichtig, um halt Freunde und so weiter zu treffen, weil man sieht sie halt nicht in der Schule, und da war es schon ganz gut eigentlich, halt im Basketballtraining immer die ganzen Freunde zu sehen. Damit habe ich auch viele neue Freunde dann kennengelernt. Genau, und dann in der Frühlingssaison gibt's entweder Baseball für die Jungs, Softball für die Mädchen oder Track, also Leichtathletik. Das gibt's dann für Jungs und Mädchen gemischt. Genau, ich mache jetzt Track gerade im Moment, aber die Saison ist jetzt auch schon wieder fast vorbei. Die Schule ist sogar fast vorbei, also ich habe nur noch 11 richtige Schultage, also ohne Wochenenden und so weiter. Crazy, wie das alles ganz schnell vorbeigeht, aber will ich mich jetzt nicht drüber beschweren oder auswählen oder so. Das Sportangebot wechselt von Schule zu Schule. Also meine Schule ist recht klein, dementsprechend gibt es da weniger Sportangebote. In anderen Schulen hier bei mir in der Umgebung, die aber größer sind, also in Bloomington, das ist eine recht größere Schule mit viel mehr Schülern. Da gibt es dann noch manche normalen Schulen, normalen Fußball, Lacrosse, Hockey kenne ich jetzt keine Schule direkt in der Umgebung, aber gibt es natürlich auch Schulen, wo es das gibt. Genau. Und Wrestling ist auch noch eine große Sache bei manchen Schulen hier in der Umgebung. In normalen akademischen und sprachlichen Fächern läuft es sehr ähnlich wie in Deutschland ab, nur ein bisschen die Benotung ist anders, sozusagen. In Deutschland gibt es ja zwei Notenwerte meistens, die von den Klausuren und dann die mündliche Mitarbeit oder die sonstige Mitarbeit, auch genannt SOMI-Note. Und in Amerika oder in Kanada, halt in unserer Schule hier in Nordamerika, wird erstmal nur die Assignments, das heißt sozusagen Hausaufgaben oder Texte, die man im Unterricht halt schreibt, die werden bewertet, und die zusammen ergeben halt am Ende dann eine Note. Davon gibt es halt relativ viele, so 20, 30 Stück im Halbjahr oder im Quartal, und am Ende des Halbjahres gibt es, glaube ich, immer noch einen Test, oder des ganzen Jahres, weiß ich jetzt nicht genau, damit man halt nochmal alles wiederholt und dann sieht, auf welchem Stand sind die verschiedenen Schüler und so weiter. Das heißt, es gibt eine Abschlussklausur, aber eigentlich kommt die Note eher daraus, welche Assignments, also sozusagen Hausaufgaben, Texte, die man im Unterricht geschrieben hat, man abgegeben hat und welche Note man dafür bekommen hat. Also jetzt geht es ein bisschen weiter um die Schule, weniger um den Sport. Und zwar, wie ist der Unterricht aufgebaut? Und das ist schon um einiges anders als hier. Und zwar habe ich hier 7 Unterrichtsfächer, und die habe ich alle jeden Tag in derselben Reihenfolge. Also
erste Stunde Mathe, zwei, dann habe ich Wind Period, das ist quasi wie so eine kleine Pause, ist zwar in der Früh, ist anders als bei mir, also ich habe zwei Pausen und meistens halt so um Mittag rum, aber genau hier habe ich dann eine Pause, wo man zwar in einem Klassenraum ist, aber wo man nicht wirklich was zu tun hat, da kann man halt Hausaufgaben machen oder irgendwie sowas. Ich mache da eigentlich immer Hausaufgaben für den Tag, aber nein. Genau, das ist, heißt Wind Period oder Homeroom. Dann zweite Stunde habe ich Psychologie, dritte Stunde habe ich Personal Finance, vierte Stunde Englisch, fünfte Stunde US History, sechste Stunde Earth and Space Science und dann siebte Stunde Elective PE und das ist Krafttraining, also Gewichte heben und so weiter. Genau. Und die habe ich genau in derselben Reihenfolge, jeden Tag die Woche, einfach nur diese sieben Fächer und die konnte ich mir auch selber auswählen am Anfang. Also meine, die drei Fächer, die ich mir wählen musste, waren Englisch, US History und Mathe. Genau, die drei. Die musste ich auswählen. Den Rest durfte ich mir alles selber aussuchen. Genau. Und wie gesagt, die habe ich dann das ganze Jahr, jeden Tag die Woche, in derselben Reihenfolge was anderes ist, weil bei uns, da, also bei mir in Deutschland, bei meiner Schule war es so, dass mir der Stundenplan gegeben wurde. Ich konnte mir meine Unterrichtsfächer nicht selber aussuchen. Und ich hatte mehr Fächer als nur sieben und die hatte ich dann über die Woche verteilt und nicht immer jeden Tag und so weiter. Genau, aber das wisst ihr bestimmt. Wie wählt man hier die Fächer? Am Anfang dieser Vorbereitung für dieses Schuljahr hier habe ich so einen Wahlbogen bekommen von meinem Schuldistrikt und dort konnte ich halt sieben Fächer auswählen, meine sieben Lieblingsfächer in einer Bewertung von 1 bis 7 und dann wird halt ausgewählt, welche du bekommst. Normalerweise würde man pro Halbjahr vier Fächer bekommen, die man halt das ganze Halbjahr dann hat oder halt, dass man, oder ich glaube auch nur ein Vierteljahr, ich weiß jetzt nicht genau, kann ich nicht genau sagen, aber im Moment haben wir halt nur zwei pro Quartal und deswegen habe ich auch nur insgesamt vier Fächer. Es ist halt relativ schwer, irgendwelchen Clubs beizutreten oder irgendwas nach der Schule zu machen, weil diese ganzen extracurricular Activities sind halt sozusagen nicht da, weil man das halt wegen Covid nicht so ganz darf und das ist ja leider sehr, sehr schade. Und ich hoffe, das wird auch noch besser in den nächsten Wochen, wobei wir jetzt halt auch die dritte Welle vor uns haben. Die letzte Frage ist, warum habe ich mich für die Unterrichtsfächer bzw. die Sportwahlmöglichkeiten und so weiter entschieden und macht Spaß? Und also genau, als erstes mal Football sage ich. Ich habe mich dafür entschieden, weil Football ist mein Traum. Ich wollte unbedingt wissen, wie es an der Highschool ist. Und das habe ich perfekt so bekommen, wie ich es haben wollte. Hätte eigentlich weniger besser sein können. Genau, Basketball habe ich auch, wie auch gesagt, weil ich vor allem meine Freunde im Training treffen wollte und so weiter. Ich bin jetzt im Basketball nicht besonders gut, aber mei, ist wurscht. Und Track mache ich auch, weil da wirklich der Große meiner Freunde sind. Und da habe ich dann auch nochmal neue Freunde kennengelernt, mit denen ich jetzt sehr, sehr gut bin. Und es macht alles verdammt Spaß. Ich bin jetzt daran gewöhnt, dass ich die nach der Schule, die um 3 endet, dass ich dann direkt ins Training gehe und Track ist das Training um 4.30 Uhr vorbei, 16.30 Uhr, genau. Basketball war das Training 17.30 Uhr vorbei, glaube ich. Genau, und mit Football war das Training, da hat das Training erst um 4 angefangen und das war dann aber auch erst um 7:30 vorbei, also das war recht krass. Ich war dann quasi von 8 bis um 7:30 in der Schule, aber genau. Ja, und die Unterrichtsfächer, also Psychologie wollte ich auf jeden Fall machen. Das habe ich bei meiner zweiten Stunde, weil ich überlege, ob ich dann zwar quasi Psychologie fortführen soll dann in der Universität. Und den Rest, das muss ich jetzt sagen, war sogar ein bisschen random, einfach ausgewählt, ja, hört sich gut an, okay, nehme ich. Aber genau, ich habe eigentlich wirklich in jedem Fach Spaß. Das anstrengendste Fach, das ich habe, ist Earth and Space Science, da lerne ich aber auch das meiste. Aber genau, es macht alles verdammt Spaß. Ich bin wirklich sehr zufrieden mit der Schule. Also ich denke, es hätte wenig besser sein können. Ich bin froh, dass sie klein ist, was ich am Anfang nicht gedacht hätte, aber genau. Du kannst dir auch vorstellen, eine Highschool beispielsweise in Kanada oder Amerika zu besuchen? Dann nichts wie los und bestelle eine unserer tollen Broschüren über unsere Webseite, über den Link in unserer Instagram-Bio oder auch gerne telefonisch. Plane deinen Auslandsaufenthalt am besten frühestmöglich und melde dich einfach unter der jetzt eingeblendeten Nummer für ein Beratungsgespräch mit unseren Experten. Klicke auf die jetzt angezeigte Playlist, um weitere Erfahrungsberichte von unseren Teilnehmern und Teilnehmerinnen zu sehen. Wir freuen uns schon auf dich, dein Team von Kulturwerke Deutschland.